Hallo zusammen, wir sind wieder zurück bei Anno 1800. Mehrspieler-Duell mit dem Smitty. Das Duell hast du mir jetzt aber sehr betont. Willst du mich aber angreifen? Nee, noch nicht. Moment. Ich muss erstmal zusehen, dass hier irgendwie irgendwas mal ein bisschen konstant läuft. Das ist echt, wie soll ich sagen, ein Krampf? Muss quasi alles mal nachziehen, dass es irgendwie mal ein bisschen solider ist, weil dauernd fehlt irgendwas. So, also müssen wir in der neuen Welt erstmal anfangen. Mit Kaffee, Baumwolle und so weiter. Dafür muss ich natürlich die Grundversorgung der Arbeiter hier erstmal herstellen. Die wollen nämlich auch alle was. War auch nichts umsonst. So, ich brauche noch deutlich mehr Obreros für meine Lehmgrube. Sie haben ein neues Zwischenziel erreicht. Dann brauche ich denn 50? Für so eine Ziegelei hier? Wahrscheinlich. Hier nochmal eine nehmen. Ihr Hafen wird angegriffen. Mein Hafen wird angegriffen. Von wem? Von ja, Onkel Arschgesicht. Warum hast du denn mit ihm keinen Vertrag? Lassen ja, der Sie ist wohl gerade ausgelaufen. Auch ich habe Frau und Kind. Ist mir irgendwie abgegangen. Ich dachte. Also ich habe die Meldung habe ich nicht mitbekommen. Kommt davon, weil wir keine Allianz mehr haben. Ja. Ja, siehst du, schon. Aber jetzt zu spät. Okay, so also Ziegelsteine, dann könnte ich hier sogar mal ein bisschen Gold abbauen. Dann macht mal bitte voran. Ich würde euch sogar noch ein extra Lagerhaus hier gönnen. Bin ich ja nicht. Ich hab kein Glas. Was ist denn los, Leute? An der Glaserei. Wie viel habe ich denn von den Glas-Einis? Okay. Nur eine Glas, aber Hauptsache zwei Fenster, ne? Brauchen wir es nicht. So, Kaffee geht jetzt eigentlich. Baumwolle. Hier habe ich nur das Verhältnis. 8. Oh, ich brauche noch eine Weberei. Hier hatte ich noch eine vergessen. Was habe ich denn hier wieder gemacht? So, jetzt passt es wohl hoffentlich. Jo. Ach ja, ich brauche dringend Ziegelsteine. Wo sind die Seifenfutzis? Welche Seifenfutzis denn? Ja, die Seife herstellen. Seifenproduktion mal, die Siederei runterfahren unbedingt. Okay. Ich werde erstmal hier die ganze Insel roden, dass ich hier mal ein bisschen was sehe, so. Bisschen Talg habe, weil ich habe keinen Talg am Start. Jetzt Sprengstoff bauen möchte. 12 Schweinefarmen auf der Insel. 12. Okay, das reicht dir nicht. Nee. Wie mache ich denn das jetzt hier? Bevor ich jetzt die Kanonenfabrik herstelle, soll er erst ein bisschen Sprengstoff herstellen.
Oh, die Bilanz sind gerade ins Bodenlose. Was habt ihr mit euren Konserven, Leute? Da sind die gleich wieder zickig, ne? Ist auch nicht irgendwie... Ich weiß auch gar nicht warum. Ich habe mittlerweile... Oh, das ist nicht gut hier. Scheiße. Wir haben einen Aufstand hier. Die Polizei bauen. Gucken, wie lange sie noch einen Aufstand machen. Kennst du auch keine Gnade, ne? Nein. Die Entscheidung muss nicht heißen, dass sich unsere Beziehung verschlechtern, lautete die offizielle Stellungnahme zur Auflösung unserer Allianz mit Floki. Oh. Und dass zukünftig keine neue Allianz möglich wäre. So, gleich wieder negative Schlagzeilen gemacht. Warum? So. Der Pirat, deswegen. Ja. Weil er mir hier in einer Tour den Arsch aufreißt. Dafür kannst du ja wohl mal einen schlechten Zeitungsartikel haben. Wird gleich erstmal ausgetauscht, aber es wird gar nicht erst gedrückt. Ja, na gut, ist klar. Würde ich auch nicht machen. Es sind die kleinen Dinge des Lebens. So, jetzt muss ich hier rüberbringen. Was muss ich denn jetzt hier rüberbringen? Ich muss hier rüberbringen, Bananen und Rum. Ah, Gottes Willen. Also alles Handelsroute. Da habe ich nur noch Bilanz von 1000. Was fehlt mir denn jetzt? Was ist denn los? Von Belo Verticale nach Onato. Das kann ich nur in den Konservenfabrik legen. Das ist doch krank, Alter. So. Ich habe 2 Konservenfabriken. Wo scheitert es denn dran, Leute? Sprecht doch mal mit mir. Eine Banane und... Scheitert's. Ich hab zu wenig rum. Soll ich dir das mal erzählen? Hast du gerade. Ah. Ja, natürlich. Was auch sonst. So, kriegt ihr noch rum und ihr kriegt auch noch ein paar Tortillas. Komm. Mich hört man nicht so. Haha. Vier Schiffe an der Reihe kommen von mir erstmal, Jan, jetzt. Ich nehme das Wichtigste mit. Okay. Jo. Gibt doch ein bisschen mehr Stahl hier. Jetzt läuft's, aber ich weiß gar nicht, warum die Ingenieure jetzt alle ausziehen. Aber bei mir stimmt auch irgendwas nicht. Ich bin auch ziemlich... Ja, es liegt an den Taschenuhren. Aber das Problem ist, ich habe zwar Gold, aber ich hatte keine Kohle. So. Da hat irgendwie Kohlenmangel. Jetzt gibt es auch wieder Goldbarren und dann denke ich mal, geht es auch gleich los mit den Uhren und dann gibt es auch wieder mehr Geld, weil eine Bilanz von 1400, dann bin ich in 2 Minuten pleite. Das stimmt wohl. Bei den teuren Gebäuden, die ich mir entpflanzen muss, dauert es nicht lange. Ich habe schon Schlimmeres erlebt. Okay, wenn ich hier noch ein paar Backsteine an Land kriege, dann könnte das ja auch mal was werden, vielleicht. Läuft die Baumwolle jetzt oder muss ich da auch noch immer noch was nachlegen? Was ist denn? Ich hoffe nicht, dass es am Strom scheitert, ey. Sonst müsste ich ein drittes Kraftwerk hinsetzen. Haben wir schon 2? Alles bereit. Ich hab schon 2, ja. Einmal unten, damit... wurde beendet. Hier der Hafen und sowas kriegt, einmal oben, damit hier die Industrie was kriegt. Eigentlich dachte ich, dass aus dem Hafen unten versorgt halt auch die Leute drüben, aber Spielstand das macht's nur bis zum gewissen Meter. Okay. Ja, ich bin ja auch noch nicht so ganz zufrieden. Ich weiß noch nicht, wie ich das noch hinsetzen muss. Also mal Kraftwerk. Was ist das hier hin? Nein, der kann ich es gar nicht hinsetzen. Hier fehlen schon wieder Pelze. Warum? Ich weiß nicht, was die machen. Glaubt, ziehen die einmal an und schmeißen sie weg. Aber das kann ich mir das nicht erklären. Das kommt mir auch so vor. Ja, es ist schon wieder keine Baumwolle da. Das gibt's nicht. In die Takelage! Bin gezwungen, ein drittes Kraftwerk zu bauen.
Die Waffenruhe wurde beendet. Ja, teuer Geld. Okay. Jetzt ist meine Bilanz im Minus. Herzlichen Glückwunsch. Nee. Oh ja. Greift ihn an. Er ist geschwächt. Würdest du machen? Mit Strom kann ich meine Bilanz wieder im Plus bringen halt, ne? Ja. Kostet ja Gott sei Dank nicht viel, also das hier hinzubauen. Ein Schiff erster. Oh, jetzt ist gerade Baumwolle angekommen, Gott sei Dank. Vor 150? Nee. Ey, das ist immer noch zu wenig. Wie viel soll ich denn da machen? Ja, umso mehr Ingenieure, umso brutaler wird das mit der Baumwolle. Ja. Irgendwann kannst du die halt bei Isabella da kaufen. Aber bis das soweit ist, dauert es leider sehr, sehr lange. Ach ja. Dann habe ich da auch alles zugekauft, was geht. Was war mir egal. Es steht uns frei, dann ging es irgendwann. Wie dir unsere eigene Geschichte zu schreiben. Jetzt muss ich hoffen, dass das mit dem ausreicht. Das Kraftwerk hier mit Strom versorgt. Bombenpflegerin. Aha. Vielleicht geht's ja auch irgendwie über Items, ne? Was denn? Das ein bisschen besser in Gang zu kriegen. Ich hätte jetzt zum Beispiel ja 15% mehr Produktivität. Würde ich mir vielleicht sogar mal kaufen. Erwische ich sie bei besonders guter Laune? Die reine Änderung? Was mit möglich? Gar keine Frage. Sie haben an Einfluss verloren. Warum machst du mal nicht hier Propaganda? Das ist gleich bestraft. Ah, Bilanz geht jetzt langsam aus dem Plus, aus dem Minus raus. Oh, jetzt habe ich 10.000. Hey. Bilanz, weil die Pelze da sind. Aber neue Befehle? 10.000 Bilanz, Alter. Was ist denn mit dir nicht richtig? Ja, aber es bleibt halt nicht so. Weil ich die Baumwolle nicht rechtzeitig in Land kriege. Ich stolper Jochen. Das nervt mich schon wieder ein bisschen. Na, ja, scheiße. Moment, das muss ich erstmal rüberschicken hier. Warum, dass der Zug jetzt nach unten fährt? Wenn er nach oben fährt, muss ich oben mal abtrennen. Nee, er fährt nach oben. Das ist nicht gut. So haben wir nicht geplant. So, bräuchte man einen Clipper mehr? Neue Ziele. Ja, angerauscht. Was sagt mein Stahl? Er sagt noch geht it. Oh, nee. Eisen und Kohle. Achso, rum ist auch alles, sehe ich gerade. Oh, na dann. Oh. Das erklärt so einiges. 7 Sprengstoffe sind schon am Start. Oh, das geht doch. Aber es erklärt auch, warum meine Bilanz so niedrig ist, wenn ich keine Rum da habe. Stimmt. Was heißt das? Wir fahren Rum einkaufen. Ich brauche immer noch 500 Ingenieure, um diese blöde Bank zu bauen. Bis dahin muss ich das echt noch ein bisschen stabilisieren hier. Weil jetzt bricht gleich alles hier zusammen. Wenn das Eisen wegfällt, bin ich hinüber. Also Schlon, hab schon ein Schiff hochgesteckt zum Rumkaufen. Muss ich nur kaufen, ist wieder runterstecken. Okay, hier habe ich Eisen. Danke. Hab ich denn hier keine Handelsroute mit dem Eisen gemacht? Bin gerade ein bisschen überfordert hier. Nee, habe ich keine Handelsroute. Dann machen wir bitte eine. Immer das alle Eisen. Jetzt fehlt wieder. Meldet sich zum Dienst. Eisen. Kalk fehlt. Fehlt hier Kohle schon wieder, Alter. Ich rotiere schon so viel und Stahl, Alter. Also im Augenblick ist gerade ein bisschen knackig, oder? Ich sag's dir. Das ist ja übel. Aber ich muss sagen, so viel Rum und so viel. Wie viel habe ich denn hier? Warte mal. So viel. Nein. Ich habe ja 5-mal Schäferei, sowas habe ich früher nie gebraucht, so viele. Und Schnapsdrosseln, die alten. Ah, hier ist meine Brennerei abgefackelt, das habe ich gar nicht mitbekommen. Ich wundere mich, warum mir der Schnaps so dünne wird. Und 4 Bäckereien. Und 8-mal Getreidefarm, das ist schon ein bisschen krank. Schon ganz schön viel. Okay, dann könnte sich das ja wieder halbwegs fangen, ja? Und wie hier noch mehr Kohle? Habe ich denn hier beide angeschlossen? Ja. Das wird auch abgeholt.
Wow, ich habe hier nochmal zwei Kohlewerke extra schon auf einer anderen Insel. Das reicht trotzdem nicht hier, zwei Kohleminen. Ja. Und der Wind ist natürlich wieder mal richtig Mist, weswegen meine Schiffe immer noch nicht da sind. Da kommen vier Schiffe, da ist alles drauf. Pilze, Kaffee, Gold. Mit solchen Kaffee, ah ja, aber die fahren so im Schneckentempo. Rum, vor allem rum. Ich glaube, 200 Tonnen rum sind da drauf. Oh Mist, ich soll irgendwo für Willi irgendwas machen. Neue Befehle? Ne, warte mal, guck erstmal wo. Stimmt hier, oder? Neue Welt. Jo. Peter kommt auch nicht in Schwung, obwohl ich schon drei gebaut habe. Kärtchen auf Galopp. 8 Tonnen Glühbirnen und 16 Tonnen Segel soll ich ihm. Oh, viel Spaß mit deinen Glühbirnen. Glühbirnen muss ja ein paar haben. 16 Tonnen Segel. 8 Tonnen Glühbirnen. In die Takelage! Habe ich da ein paar über? Ja, ein paar habe ich über. Bei Steinkohlevorkommen habe ich schon beide an Betrieb. Ja, das frage ich mich auch die ganze Zeit, warum das hier so bescheiden vorwärts geht. Und dann hier die Segel. Oh, Segel. Ich habe mal ganz schön viele, ey. Ja, ich auch. Ich weiß gar nicht, wo die Segelproduktion steckt. Habe ich auch keine mehr auf der Insel. Okay, habe ich schon abgerissen. Ah. Fast mal rüber. Hier brauche ich noch mal einen Clipper. Was willst du machen? Müsste mich auch mal um diese Dampfschiffe da kümmern eigentlich, aber... Mir fehlt nur Kanonen, sonst hatte ich Dampfschiffe natürlich schon längst am Start. Okay. Hier. 90%, da fehlt echt Kirche. Wo ist denn das Ding? Da muss ich hier oben mal noch einen knallen. Natürlich, kostet ja alles nichts. Das ist ein Broker. Scheiße. Moment. Was die Kirche aus? Oh, das erste Schiff mit rum. Begeistert. So, erste Kirche. Kann ich jetzt mal hier wieder was upgraden gleich? Ja, nur wenn die Pilze immer regelmäßig fließen. Ich merke schon, der Rum ist da. Bilanz schießt nach oben wie bescheuert. Ja. Dann müssen ja gleich ganz viele Schiffe kommen. Stromgrenze. Wo vielleicht? Auch nicht. Also. Ich werde jetzt. Ich würde jetzt mal meine Produktion vom Strom abklemmen, vom Stromnetz. Nee. Ja, ich muss Stromnetz für die Bewohner geben, ne? Die haben natürlich Vorrang, aber es kommt ja auch. Ewigkeiten kein Öl mehr an. Wir machen hier nichts. Dann über die Schiffe rumdöten. Ach so. Das ist natürlich auch ein bisschen schwieriger, weil, ne? Ja, die Grundversorgung nicht da. Also ich hätte natürlich die Insel lassen können, aber das ist mir halt Unterhalt von 2000. Das ist ähnlich, als wenn ich warte. Das ist dasselbe. Ja. So, jetzt gibt's noch mal ein bisschen rum. Da kommt das nächste. Das wird wieder Stahl und Bier. Sehr gut. Dann gibt's nochmal rum. Und dann gibt's nochmal rum. Wo sind denn
meine Öltanker. Mal ein bisschen die Stahlproduktion hier bremsen. Ich komme nicht klar mit meinem Stahl. Also, ne? Dem Rohstahl quasi. Hab ich zu wenig. Die scheinen unterwegs zu sein, die Öldampfer. Alles gut. In die Takelage! Na. Oh, ich habe auch kein Holz mehr. Das heißt, ich produziere gerade. Mir fehlt noch keine Fenster. Material. Alles anhalten. 25 Bauern zu wenig. Also, was ist denn hier los? Die machen wir aber hier. Alle Achtung, ich ziehe meinen Hut vor Ihnen. Richtig. So. Oh, das muss ich kaufen. Unterhaltskosten minus 60%. Oh, ja. Gewatt. So, hier. Mist. Items halt, ne? Ich bin hier, falls du. Auch wenn das ein bisschen kostet, aber das macht Sinn zu kaufen. Ui, gekreuztes Paprikasaatgut. Da gibt es gleich 25% mehr Produktivität. Das habe ich ja noch nie gesehen, so ein Item. Jo, episch. Getreide auch plus 25% mehr, cool. Und am Kahina, da müsste ich glaube ich mal ein kleines Schiff hinschicken, damit ich da mal was Sir Archibald Blake. Abkaufen kann, was ich Womit vielleicht... Womit kann ich dienen? Ich bin so glücklich, wenn du glücklich bist. Ah, Bente. Wir kuscheln alle nur. So. Alles im Namen Ihrer Majestät. Das ist gut. Minus 12% Produktivität habe ich geholt und minus 60% Unterhaltskosten. Das könnte mir wirklich ein bisschen auf der Hauptinsel helfen. Helfen. Gerade was hier die teuren Sachen sind wie Sprengstoff und der ganze Gedöns da unten. Da an einen reinsetze, könnte das ordentlich was bringen. Ja. Hoffe ich. Jedwede Unterstützung vermag es, die Kreise ihrer Majestät zu beeinflussen. Nicht doch. Verschwenden Sie nicht anderer Leuts Zeit. Ja, aber sich Ihre Majestät benötigt kaum einen Rat. Nun, vielleicht mal hier, mal da. Was ist denn das für ein Schiff? Das ist immer so ein Clipper. Ich will sogar einen Öltanker kaufen hier bei dem Onkel hier. Bei welchem Onkel bist du denn? Sir Archibald Blake. Stimmt, da steht er ja. Oh, sagen Sie nicht, dass ich einen Termin verpasst habe. Ihre Majestät ist nicht zugegen. Ja, gebei, ja. Ein neuer Auftrag? Oh, sagen Sie nicht, dass ich einen Termin verpasst habe. Könnt die Segel mal verkaufen. Das ist eigentlich keine schlechte Idee. Oh, jetzt gab es gerade neue Items hier. Ich wollte gerade lesen, was da war. Auf Ihren Befehl. Fahr du mal hier rüber, hier gibt es doch bestimmt was Schönes mal abzugreifen für mich. Ich bin das Werkzeug, das Gottes Urteil vollstreckt. Machen wir jetzt Strom kriegen, dürfte es noch ein bisschen rucken, hoffentlich. Ihr Schiff ja. ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Wenn Sie den Strom kriegen, dazu müssen das nochmal eine Öltankers auftauchen. Spielstand gespeichert. Weiß nicht, wo die sind. Die sind nicht mehr da. Ja, eher schlecht. Wieder neue Doch, Besucher. Da kommt er doch. Oh, okay. So ein Weg. Ja, okay, also Baumwolle kriege ich nicht in den Griff. Ich baue jetzt die ganze Insel aus. Mach da jetzt nur Baumwolle drauf. Oh, so eine Baumwollinsel. Jetzt sinkt schon wieder. Was fehlt denn jetzt schon wieder, Leute? Eigentlich nichts. Ich weiß nicht, warum die so rapide absinkt. Oder es ist auf der... Ja,
Arbeitern. Die Waffenruhe wurde beendet. Wegzieher. Ah, Lupe, jetzt habe ich keinen Strom mehr. Also mein Industriegebiet ist schon klasse, dass das noch nicht in Rauch aufgegangen ist. Das ist ein Wunder. So, neue Welt. Und ich dachte, du hättest ein Händchen dafür. Alles bereit. Hey, alles hier wartet auf deine Rückkehr. So, ja, was sollte ich denn machen hier für Willi einen? Achso, ja, habe ich das Zeug nicht mitgenommen? Zu Diensten. Und ich dachte, du hättest ein Händchen dafür. Ah, verdammt, ist zur falschen Insel gefahren, das tolle Schiff. Komm hier runter hier. Sind unterwegs. Ist gleich ein bisschen knapp. So, gibt's hier noch irgendwo Baumwollfrucht? Jo, da unten. Da. Oh, ich könnte ja hier auch noch ein bisschen einfach ausbauen. Baumwollplantagen, bis hier gar nichts mehr geht. Scheiße, kurzzeitig habe ich mal gedacht, könnt ihr noch was reißen? Aber richtig vorwärts komme ich jetzt auch gar nicht. Ich hänge quasi immer noch in der Baumwolle rum. Oh, der erste Ultran kommt. Wird ja auch mal Zeit. Ich schon, dass ich bestimmt bald nochmal Öl holen muss. Hier, 10 und 5. Ja, jetzt habe ich 10 Baumwollplantagen. Wie viel hast du denn? 5. Oh. Wie machst du das? Eine Route einrichten und dann klappt es auch nicht. Es ist ganz knapp, dass es funktioniert. Oh, ja, ja, ich habe ja auch eine Route, aber. Eine Chance, viel zu wenig. Wie kommen sie damit zurecht eigentlich? Halbwegs jedenfalls. Ich habe jetzt noch 53 Pilze auf Kante. Warum war das natürlich alle? Da ist nichts mehr da. Die ist ne, 46 habe ich sogar noch da. Also es geht. Aber die kommt darauf an, wie viel du herstellst, ne? Wie? Naja, ich sag mal so, wenn du halt so viel Baumwolle roh im Inventar hast, dann bringt es ja nichts, wenn du noch mehr Baumwolle herstellst, sondern dann musst du wahrscheinlich eher die Schneiderei ausbauen, dass sie noch mehr wegarbeiten können. Nee, ich habe ja immer kein Baumwollstoff da, um was. Achso, ja dann. Ich habe jetzt auch nochmal eine Schneiderei mehr gebaut, jetzt habe ich zwei. Zwei habe ich auch, ja. Okay, aber es ist ja auch immer keine Baumwolle da irgendwie. Ich werde es schon irgendwann wird es schon noch was werden. Bin mal gespannt, wenn es Strom kommt, wie viel sie dann dazu kriegen an Schub. Da muss ich nämlich langsam mal Richtung Glühfäden begeben. Was brauche ich denn dafür? Och nö, Glas, was denn auch sonst? Glühfädenfabrik und Glühfäden, natürlich. Auf Ihren Befehl. Bauen könnte ich die beiden, aber die kosten natürlich auch. Unterhalt 1000. Und 2000, aber jetzt kriegen erstmal die Bewohner Strom. Das ist erstmal wichtiger. Jo. Das läuft hier.
frei! Cool. Kaum hat's was gebracht, also wirklich kaum. Bilanztechnisch mag ich da gar nichts. Hey, alles hier wartet auf deine Rückkehr. Ich bin noch da. Oh nein! Was denn? Willi, du bist aber auch ein Klappstuhl. Habe ich das an der falsche Ort und Stelle gebracht? Jetzt muss ich nochmal 1000 Kilometer fahren. Jetzt wird es aber gleich nichts mehr. Ich habe wieder nicht die richtige Adresse aufgeschrieben. Wo das hin sollte. So. Tja. Jetzt muss ich gleich nochmal ein bisschen aufrummen. Quasi. Irgendwo, wo hier noch ein bisschen Platz ist. Und das ist schon ein schön dünn. Nein. Kriegsschiff meldet sich zum Dienst. Können wir mal erklären, warum die Bilanz schon wieder im Keller ist? Aber bei mir laufen hier die Zehn. Es fehlt nichts. Die 10 ich weiß, ich habe hohe Ausgaben. Ich habe Unterhalt von 30.000. Ja, aber es ist, fast. Es ist alles da, es kann doch nicht sein. Es fehlt nichts. Ich kann nicht mehr ausbauen jetzt auf Ingenieure, weil dafür ist die Ressourcen nicht habe. Die müssen erstmal an Land kommen. Müssen auch die Stahlträgerproduktion wieder hochgefahren werden, es geht hier anders. Weißt du, ich habe keinen Platz mehr, um mehr rum anzubauen. Nicht so richtig hier zumindest. Ich würde sagen, dann muss ich mir bis zur nächsten Folge mal was überlegen, oder? Was sagst du? Ja, stimme ich dir zu. Da ich hier mir eine Insel ausgesucht habe, die entweder nur Flüsse oder Berge hat. Das ist ja echt mal verdammt knapp, ey. Ich weiß gar nicht, wo ich hier noch was hinmachen soll, obwohl das 10 Ölquellen sind hier. Vielleicht brauche ich das auch nochmal, aber... Vielleicht muss ich mir auch nochmal noch eine Insel nehmen, wo ich noch ein bisschen rum anbauen kann. Wenn es hier noch eine gäbe. Oh. Gibt's gar keine mehr, wo man rum. Wo ich rum anbauen könnte. Nee. Oh, Scheiße. Nur ein Feigling so. Würde jetzt nach. Ah, wo sind denn hier die Händler? Na, ich mach mich mal schlau. Vielleicht kriege ich hier irgendwie noch ein bisschen Rumfruchtbarkeit auf eine meiner Inseln hin. Schauen wir mal. Die Folge machen wir erstmal Feierabend. Danke mich fürs Zuschauen. Lasst einen Daumen da, wenn ihr Spaß dran hattet. Bis zur nächsten Folge, Anu. Macht's gut, bis denn. Ciao, ciao. Ciao.